Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu EA Sports PGA Tour und wir spielen Harbour Town. Wir machen hier sozusagen eine kleine Einspielrunde, haben schon die Front 9 gespielt und gucken jetzt mal kurz auf die Scorekarte. Ja, da haben wir doch ordentlich nur ein Bogey, vier Birdies und besonders aufregend war das Par 3, die Nummer 7, denn da hätten wir um ein Haar ein Hole in One gespielt. Das war sozusagen der erste Heartbeat-Moment in diesem Spiel. Wir liegen minus 3, ist aber für uns, wie gesagt, eine Einspielrunde, denn am Wochenende findet ja statt die RBC Heritage und Titelverteidiger ist John Spieth und wir würden ja gerne dieses Turnier mitspielen und tun einfach mal so, als wären wir zur Einspielrunde eingeladen, denn ich spiele mit meinem zukünftigen Charakter, mit Pepper Woods, den ich dann entsprechend im Karrieremodus dann auch benutzen werde. So, wir sind an der 10, 461 Yards, ein klassisches Par 4. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, linke Seite ist jede Menge Wasser, deswegen werden wir versuchen, auf der rechten Seite safe zu landen, den Ball dort abzulegen und dann haben wir doch noch eine ordentliche Strecke bis zum Grün, aber ja, das ist eben so und wir wünschen uns wie immer an dieser Stelle ein schönes Spiel. Oh, das war hoffentlich kein Doppelcross. Nein, der ist alles gut. Passt. Boy, the rhythm is definitely there today. Another wonderful tee shot. So, 199 Yards noch bis her position right in the fairway and 200 yards to the flagstick. Okay, er schlägt uns ein Eisen 4 mit einem Approach vor. Ich gehe doch dann eher auf ein Eisen 5. Ein Eisen 5 hat natürlich weniger Rolle als ein Eisen 6. Okay, Eisen 3. Approach, Eisen 5. Ja, der wird durchrollen. Das Eisen 6 wird aber liegen bleiben. Ja, wir schauen einfach mal, was passiert. Wir versuchen, den Ball vielleicht etwas höher anzuspielen. So. Und wir haben ein bisschen Gegenwind. Das wird auch helfen. Ja, Linie ist ganz gut. Und auch in diesem Fall, glaube ich, können wir ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis. Outstanding strike right there, right off the center of the club face. And a good chance for birdie. This is an 11-foot putt. Gut. Ja, es geht. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Es geht ein bisschen bergab. Okay. So, jetzt muss ich ja mal schauen. Ja, hat er schon wieder die Kameraposition verändert. Okay. Ups. Das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen natürlich keinen Pitch, wir wollen putten. Gut. Ja, dann schauen wir mal wieder. Bisher haben wir ja meistens immer drüber hinaus geputtet. Also rechts am Loch vorbei. Das sind wir übrigens dann ein bisschen auch den Profi. Wenn man unterm Loch durchpattet, ist es so ein bisschen der Amateur. Okay. Ja, da geht wieder rechts vorbei. Wieder zu stark. Schade, schade. Doesn't bode well too. You start losing confidence with the putter early on. Mhm. So, er bietet mir auch wieder an, dass er eigentlich rechte Lochkante. Yep, good work not to let that get away, and that's in for a par. The 11th hole now at 436 yards. One thing you'll notice about this fairway, the further up you get, the narrower it becomes. So some would say three wood, not the worst of ideas here. Yeah.
Ja, ihr habt das ja auch schon wieder gesehen. Das ist dann der zweite Schlag, wird sehr, sehr spannend, weil auf der rechten Seite ist ein Baum und wenn ich jetzt richtig gesehen habe, ist da eben auch die Fahne. So, das heißt jetzt hier in dem Fall wäre es cleverer, aber man sieht, dass es, glaube ich, ein bisschen in die Mitte läuft, den Ball möglichst auf der linken Seite zu haben. Und dazu werden wir Folgendes machen. Wir werden es wieder mit einem Draw probieren, sodass der uns ein bisschen links reinläuft. Okay. Er nimmt den Draw an, das ist gut. Und so liegen wir zumindest ein bisschen auf der linken Seite im Feld. That is a fine tee shot right there. Just over 160 yards still to go here for this second. Ja, das ist jetzt natürlich ganz klar. Den werden wir hier nicht über die Äste bringen. Das ist so ein klassischer Schlag, wo man eigentlich auch jetzt rein den Ball reinshapen muss. Ja, oder wir gehen hier einfach vorbei. Eisen 8 möchte er schlagen. Ein Eisen 8. Okay. Eisen 8 ist halt eben das Thema, dass man da so viel Kurve nicht drauf kriegt, aber es müsste gehen. Wir schauen einfach mal, was passiert. Probieren geht über Studieren. Deswegen spielen wir ja eine Einspielrunde, um zu wissen, wie man hier den Platz am besten spielt. Ja, nimmt die Kurve an. Die Frage ist, ob es reicht. Ja. Okay. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still inside 40 feet. Just gonna have to be careful with the lag putting. A birdie putt here at so, das Grün. Yeah, and it's certainly no gimme from this length. It would be a brucey bonus to find the bottom of the cup. Main consideration has to be about pace. So, auch hier das Grün, beziehungsweise wir haben einen leichten Bergabputt und das Grün fällt nach rechts. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich definitiv wieder drüber hinaus putte. Wir versuchen es einfach mal so. Okay. Ja. Und? It's birdie time! Ja, da gönne ich mir doch einen Schluck Kaffee. We've had a handful of right-to-lefters so far. This one's going to work the other way. As we've mentioned before, accuracy is the key off the tee, as some of those pine trees can reach out and grab you if your tee shot's not where it needs to be. Accuracy from the tee, also das heißt, Genauigkeit ist hier gefragt. Die Genauigkeit ist hier gefragt. Weil, wenn wir hier liegen, dann haben wir die Chance, auch wirklich das Grün, die Fahne anzugreifen. Ja, und wenn wir zu weit rechts liegen, ihr seht es, dann wird es schon schwierig, weil wir hier die, sind das Pinien? Das sind auch, glaube ich, Pinien, ne? Und wenn wir hier liegen, ja, dann haben wir natürlich eine gewisse Entfernung. Okay, dann versuchen wir hier den Ball einfach hier Mitte Fairway reinzuspielen. So, mit dem Drive. Stopp. Punch wäre der flache Schlag mit mehr Roll. Lass mich mal kurz gucken. Ja, ja, der landet dann da, aber das macht keinen Sinn. So, wir spielen einen klassischen Drive. Wedge. Gut. Ja, nein, nein. So, Bingo. Aber da wir tendenziell immer ein bisschen nach links gehen. Bauen wir jetzt natürlich nach rechts. Das war klar. So, wir liegen im Rough. Und jetzt wird es natürlich schwierig, weil wir hier eigentlich nicht mit einem hohen Schlag arbeiten können. Ja, keine Chance. Da müssen wir ein Layup machen, beziehungsweise den Ball vorlegen. Denn wir können auch keinen flachen Schlag machen, denn da haben wir den Bunker hier im Weg.
So, dann legen wir halt vor. Es hilft nichts. Den Fehler haben wir vorher gemacht. So. Den Fehler haben wir vorher gemacht. Ja. Natürlich kann man da jetzt keine große Kurve spielen. Ja, bleibt links. Oh je. Geht er durch? Er geht zumindest durch. Okay. Now, just cut it fat out of the rough. Never had a chance of reaching. And now it is time to regroup and try to escape with a par. Ist natürlich klar, wir liegen im Rough. Das heißt, wir haben sehr viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche. Und da ist es eigentlich auch klar, dass es schwierig wird, hier entsprechend Spin oder ähnliches auf den Ball zu bekommen. Okay, er bietet uns einen Pitch an mit dem 60er. Wie gesagt, wir dürften eigentlich keinen Spin drauf haben, aber wir werden natürlich auch ein bisschen Tempo verlieren. Deswegen bin ich jetzt mal so frech und nehme das 54er, denn aus dem Rough verliert man etwas an Tempo. Aber wir werden versuchen, den Ball etwas höher anzuspielen. Ups. Okay. Well, too bad, Frank. That one rolled right off the green. It was just coming out so hot. Wir pitchen und erinnern uns. Zwei Drittel, ein Drittel. So, das dazu. Und das Ganze ist eigentlich so, okay. Ja, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen nicht dran gedacht, dass das, wo das Grün nach links abfällt, da fliegen wir ja drüber. Und da, wo es nach rechts ist, da kommen wir ja auf. Okay. So. Jetzt haben wir natürlich wieder diesen Megapad, in Anführungszeichen. Aber mit diesen Kurven komme ich halt auch nicht ganz so zurecht. Wir versuchen es mal wieder so und höchstwahrscheinlich werden wir wieder rechts am Loch vorbeigehen. Yeah, that's a good putt right there. You hate to be sweating your boots for bogey, but it will indeed be just the one drop shot. This is one of the more visually striking holes here at Harbortown, the 373-yard par 4 13th. You've got trees flanking both sides, a few of which spring up right in the middle of the left bunker, leading to an approach to a slightly elevated green with Alan's Dye's signature cypress planks all around. Yep. Noch zwei Sätze zum vorigen Loch, da haben wir definitiv halt mit dem Drive uns in Schwierigkeiten gebracht und dann natürlich auch die falsche Entscheidung mit dem zweiten Schlag. Ansonsten mit den beiden anderen bin ich soweit oder mit den drei anderen bin ich soweit zufrieden. Das hat vor allem mit dem kurzen Putt doch ganz gut geklappt. Ja, wir gucken uns das mal hier an. Hier auch ein typisches Pete Dyes wurde angesprochen Element, nämlich auch diese Planken. Und diese Planken sind in der Regel Eisenbahnschwellen gewesen, mit denen er hier die Bunker entsprechend, die Bunkerkanten entsprechend darstellt. Ist natürlich eine ganz spezielle Geschichte und ganz spannende Geschichte, wenn man hier einen Fehlschlag aus dem Bunker macht und natürlich in den Hang schlägt und gegen diese Holzschwellen. Ja, dann kann sich, glaube ich, jeder so ein bisschen ausrechnen, was dann passiert. Okay, aber wie gesagt, ist auch so ein ganz spezielles Pete Dye Element. Wir versuchen den Ball hier reinzubringen, damit uns der linke Baum da nicht im Weg steht. So. No problems there. That's going to wind up safely in the fairway.
Ja, das würde ich sagen, war jetzt fast Maßarbeit. Second shot now from right at 100 yards. Ja, 99 Yards. Ja, die Fahne steckt natürlich wieder gefährlich. 54er. Normaler Approach mit dem 54er und wir lassen ihn einfach mal zurückspinnen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ja, ein bisschen links vom Stock und etwas zu kurz. Well, I don't have my tape measure out, but that looks like, oh, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. No gimme here. Ja, so sehe ich das auch. For birdie. Mhm. Ja, der Putt wird wieder nicht einfach. So. Wir erinnern uns, wir bleiben einfach etwas unter der Linie und dann müsste es vielleicht klappen. Auf jeden Fall darf er nicht zu schnell werden, weil sonst nimmt er wieder das Break nicht an. Oh, yes. Well done. It's birdie. The move to 400 now on the day. So, da haben wir uns auch das Bogey wieder geholt. Don't let the fact that this is the number 18 handicap hole fool you. The danger is self-evident on this hole as water runs all along the right side of the green. So. Ja, da haben wir natürlich auch einen Baum im Weg. Oh ja, 199 Yards, Eisen 4, denn das werden wir natürlich nicht zum Liegen bringen. Eisen 5, wir werden es wieder versuchen. Ja, aber das Gefährliche ist natürlich hier das Eisen 6. Okay. No risk, no fun. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal gucken. Nee, der müsste eigentlich hier oben rumgehen. Okay, den müssten wir über den Baum spielen können. Ja, nimmt leider die Kurve nicht an, oder? Ja, kommt noch ein bisschen rein, liegt im Fringe. Damit können wir zufrieden sein, aber wir nehmen jetzt das Texas Wedge. Ach, das haben wir ja nicht. Ja, muss ich mich ein bisschen dran, weil, ja klar. Texas Wedge müssen wir uns erst erarbeiten. Okay, der Pitch, wie immer. Dran denken. So. Zwei Drittel Flug, ein Drittel Roll. Es geht leicht ein bisschen bergab zum Wasser. Also wir wollen auf keinen Fall zu lang werden. Und er müsste eigentlich auch ein bisschen nach links gehen, nach rechts gehen. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er auch wirklich dahin pitcht, wo wir hinwollen. Ja, merkwürdig. Warum wir. Ja, okay, ich sehe es jetzt gerade rechts unten an der Kurve. Also irgendwie haben wir im Durchschwung dann doch ganz schön verrissen. Aber das Ganze hier ist jetzt ein machbarer Putt zum Par. Und ein Par ist, glaube ich, an dieser Bahn jetzt auch nicht verkehrt. Okay, I can't take putts that length for granted, but that's in for a par. Now to the lone par 5 on this backside, the longest hole on the course, the 588-yard par 5, 15. This one is a toughie. Featuring a narrow landing area off the tee with bunkers on both sides, as well as a somewhat blind second shot, requiring a pretty good right-to-left angle of attack. Ja, das ist jetzt natürlich auch eine Spielbahn, die sehr, sehr herausfordernd ist.
Vor allen Dingen für die Profis, die hier versuchen, mit dem zweiten das Grün zu erreichen, um dann eben eine Eagle-Chance zu haben. Das wird uns natürlich nicht gelingen, deswegen brauchen wir uns auch hier keine Gedanken diesbezüglich machen. Wir werden versuchen, den Ball einfach hier ordentlich abzulegen und dann mit dem Eisen vor vielleicht auf die 100 Yards zu spielen, um dann eben mit einem Pitch hoffentlich an den Stock zu kommen, um eine Birdie-Chance zu haben. Aber natürlich gilt hier wie immer, wir müssen erstmal schauen, dass wir hier natürlich den Ball ordentlich ins Spiel bringen. Hoffentlich mit einem sauberen, geraden Schlag. Ja, wieder ein kleines bisschen verdreht. Aber das ist nicht so weiter schlimm. 260 Carry, 279 mit Roll. Now from just under 300 yards, a second from the fairway at the par 5. Ja, ja, das wollen wir überhaupt nicht. Wie gesagt, wir versuchen hier auf die 100 Yards ungefähr zu kommen. Mit einem Eisen 4 sollte das eigentlich keine Schwierigkeit sein. Wir schauen nochmal, wie viel Luft wir rechts haben. Eisen 5. Sollte eigentlich auch völlig ausreichend sein. Wichtig ist nur, dass wir hier den Ball sauber platzieren. Sehr gut. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, mit einem guten Annäherungsschlag uns das Birdie zu erarbeiten. Okay, wir sehen, dass das Grün auf der linken Seite ein bisschen wegläuft. Hier gibt es also ein kleines Plateau. 54er, 50er Approach. Er müsste eigentlich hier liegen bleiben, beziehungsweise backspinnen. Ja. Ja. Das wäre nicht verkehrt. Today. It's been a clinic with the irons and well, more evidence there, the swing, the strike, and look how close that is. Ja, auch so kann man sich dann eben die Birdie-Chance erspielen. 3 Fuß. Ich glaube, da können wir uns wirklich nicht beschweren. Das haben wir ordentlich gemacht. Und sowas nennt man dann eben dann auch Course-Management, wenn man sich eben im Vorfeld Gedanken macht, wie man eine Bahn spielt, wie man dann eben ordentlich hinkommt. Und man legt eben dann sich den Ball so ab, dass man mit seinem Lieblingsschläger im Prinzip ins Grün schlagen kann, um die richtige Distanz zu bekommen. Das ist eben so ein bisschen die Herausforderung bei einem Par 5. So. Okay, he is making look routine at this point. Another birdie and it moves him to 5 under par. The final 3-hole stretch begins here at the 434-yard par 4 16th. It's a dogleg left with an expanse of sand running along much of the entire left side of the hole. Ja, das ist jetzt die Spielbahn, die uns langsam rausbringt ans Wasser. Danach nehme ich ein bekanntes Par 3, die 17. Und dann kommt eben diese berühmte, die berühmte 18 als Par 4, wo wir dann eben auf diesen Leuchtturm hin zuspielen. Ja, auch hier diese Spielbahn müssen wir clever spielen. Wie gerade die 15, da haben wir uns eben durch gutes taktisches Spiel belohnt mit einem Birdie, ohne dass wir da jetzt die wahnsinns schwierigen oder ich sage mal gefährlichen Schläge machen mussten. So, wir schauen mal. Ja, auch hier gilt, wir müssen den Ball hier vernünftig ablegen, damit wir einen freien Schlag haben. Bälle, die einfach zu weit fliegen und bis hinter diesen Baum im Fairway, das macht keinen Sinn. Auf der anderen Seite müssen wir weit genug sein, damit wir hier um diese Bäume herumkommen. Aber ich glaube, die Pin-Position ist heute hilfreich. Nichtsdestoweniger werden wir trotzdem versuchen, Länge zu generieren. Wobei ich sehe hier, dass hier ein Baum ist. Länge zu generieren, indem wir einen Draw spielen, weil so 5 bis 10 Meter wäre natürlich nicht verkehrt.
So. Gut. Eigentlich guter Durchschwung. Er nimmt den Draw an. He just keeps motoring right along. Another good tee shot right there. 270 Yards ist für uns eine gute Distanz. From the fairway, Iona, this is second. It's 125 yards left to the hole. Pin tucked in the front left-hand portion of the green today. So, bisschen Wind von links, aber wie gesagt, den kann man eigentlich vernachlässigen. 127 Yards Approach mit dem Wedge, mit dem Pitching Wedge. Ja. So, da oben ist doch noch ein bisschen Baum. This one's looking good. Ja, da kommen wir durch. Dann haben die nächste Birdie-Chance. See if you can get this one to drop here at the 16th for a birdie. You bet. Easy as can be. That's in for birdie. Ein weiteres Birdie. Two holes remain as we come to the par 3 17th at 174 yards. You'll want to aim right of that one lone tree in the distance, almost like what you see on the South Carolina state flag. And be sure to steer clear of the bunkers here, because making par from there, not a sure thing. So, 180 Yards. Das Grün liegt quer. Eisen 6 werden wir nicht nehmen. Wir nehmen das Eisen 7. Spielen Mitte grün. Denn wir müssen ja nichts riskieren. Es ist eine Einspielrunde und wir wollen ja einfach sehen, wie sich das Ganze hier verhält. Wir liegen im Moment 6 unter Par. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Nicht zu vergessen, Par 71. Das heißt, wir können hier eine 65 auf die Scorekarte schreiben. Und wir belassen es hier bei dem Eisen 7. Werden den aber ein kleines bisschen versuchen, mit einem Draw eine Kurve zu kriegen, dass der Ball zum Stock rollt. Okay, safely aboard. Naja, also okay, ist es nett. Das war schon ein richtig guter Schlag. Genau, vor Birdie. 10 Fuß. Okay. So. Ist natürlich jetzt trotzdem kein leichter Putt. Linke Lochkante. Müsste eigentlich reichen. Three birdies in a row. The 18th hole, one of the real signature holes on the PGA Tour. It's a par 4 at 472 yards. Sort of a visually awkward landing area. You want to make sure you don't hit it through the fairway and into the hazard. But a good drive sets up a gorgeous finish, taking dead aim at that beacon of a lighthouse. Ja, also ich kann es an der Stelle nur wiederholen, das ist wirklich eine ordentliche und gut gemachte Grafik und es bringt wirklich hier die Atmosphäre und das Flair rüber. Und das ist, wie gesagt, die Spielbahn, für die Harbortown bekannt ist. Im Hintergrund sieht man den Yachthafen, im Hintergrund sieht man den Leuchtturm. So, wir versuchen hier einfach nur ordentlich hier reinzukommen, ohne groß Stress. 7 unter Par ist ein ordentliches Ergebnis und wir versuchen hier einfach wieder ein schönes Pärchen. Aber vielleicht können wir uns auch noch mal eine Birdie-Chance herausspielen. Okay.
Everything flowing really well right now. Coming off three birdies in a row. Here's another solid tee shot as well. Ja, an der Stelle ist mit Sicherheit unser Caddy mit uns zufrieden, weil wir doch, glaube ich, ordentlich hier den Score zusammenhalten. Wir haben jetzt einen Eisenschlag. Eisen 5 schlägt er vor. Mit einem Eisen 6 kämen wir ungefähr hier hin. Auch hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Wir haben den Bunker vor uns und die Fahne dahinter. Und wenn ich richtig weiß, ist auch dahinter noch ein Bunker, oder nicht? Nee, doch, da ist ein Bunker. Also hinter dem Grün. Vielleicht doch eher das Eisen 5. Der Wind würde uns ein kleines bisschen helfen. Es ist etwas Rückenwind. Okay. Letzter Schlag ins Grün. Auf den Back 9 in Harbortown. Ein bisschen überspinnt, ein bisschen überpaced. Aber da passiert nichts. Der rollt noch ein bisschen runter. Vielleicht sogar noch zum... Ja, okay. Leider nicht bis ins Grün, aber da geht nichts kaputt. Da haben wir noch die Möglichkeit auf ein Pärchen. Vielleicht können wir ihn sogar einchippen. Wir gucken mal. Ah, jetzt könnten wir ihn putten, aber das wird schwierig. Wir versuchen mal einen Chip. Wir erinnern uns, Chip ist 2/3 Roll und 1/3 Flug. Deswegen versuchen wir es mal so. Okay. Ja, er wird auf jeden Fall dann nach links springen, nach rechts springen. Ja, machen wir einfach mal einen Chip, um zu sehen, was passiert. Ja, das war natürlich zu schwach. Und jetzt hoffe ich noch, dass wir jetzt nicht noch einen Bogey am Schluss passieren. Macht sich natürlich immer ganz, ganz schlecht auf der Scorekarte, wenn man am Schluss noch das Bogey kassiert. So, das müsste eigentlich auch wieder linke Lochkante sein. So. Leicht bergab. Ja. Sehr schön. That will mean it is a round of 64, 7 under par. Absolutely terrific. Well, that about wraps things up for us here today. I'd like to thank my partner, Frank Nabilo. Enjoyed it, Frank. Certainly did, Rich. Once again, the golf course provided more than a stern test. And for the entire team, I'm Rich Lerner. Until next time. Until next time, yeah. Das war doch jetzt ganz ordentlich, muss ich sagen. Unser Spieler Pepper Woods hat hier eine Proberunde gespielt auf Harbortown Links Golf Course, Hilton Head Island in South Carolina. Und ich bin der Meinung, wir haben das ganz ordentlich gemacht. Die zweiten 9, die Back 9 sogar noch ein kleines bisschen besser mit 5 Birdies und einem Bogey. Wir hatten auf den ersten 9 4 Birdies, ein Bogey. Ja, ich glaube, damit können wir sehr zufrieden sein. 7 unter Par, ein sehr gutes Ergebnis. Und ich hoffe, euch hat es auch wieder Spaß gemacht. Ansonsten, ich darf mich an der Stelle nicht nur für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse bedanken, sondern natürlich auch für eure Likes und Kommentare, die ihr mir immer da lasst. Und ich freue mich sehr, wieder neue Abonnenten hier auf dem Kanal zu begrüßen. Ich freue mich, dass ihr auch zukünftig mit hier dabei seid. Ich sage recht herzlichen Dank und wir sehen uns bei der nächsten Golfrunde. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.